aus Italien, eigentlich aus Südtirol, kommt Peter Vill zu uns. Er ist immerhin Vize-Weltmeister 2009 im Super-G. Herzlich willkommen. Aus der Schweiz begrüßen wir Leistungssportchef Swiss-Ski Dirk Beisel. Erfolgreichsten Rennläufer ist heute bei uns, einer erfolgreichsten Rennläufer aller Zeiten. 11-mal hat er Weltmeistermedaillen gewonnen, Weltmeisterschaftsmedaillen. 5-mal gewann er den Gesamtweltcup. 2-mal Silber bei Olympia. Herzlich willkommen, Marc Girardelli. Und auch er, 3-mal wurde er bereits Weltmeister, 2-mal Olympiasieger. Herzlich willkommen, Benny Reich. Unser der Herr Neo-Cheftrainer des ÖSV ist bei uns. Herzlich willkommen, Matthias Berthold. Und vom DSV begrüßen wir Alpindirektor. Herzlich willkommen, Wolfgang Mayer. Ich denke mal, alle Zuschauer interessiert das ganz besonders. Deshalb fangen wir, Peter, mit dir mal an. Schlicht und ergreifend, wie geht's dir eigentlich? Also nach der großen, schweren Verletzung war die letzte Saison ja mehr so Aufbau. Jetzt hast du mal richtige Vorbereitung gehabt. Ist alles im Lot? Alles gut? Ja, es passt eigentlich perfekt für den Sommer. Ich bin in Argentinien gewesen jetzt 4 Wochen und das war wirklich super. Also wir haben gute Bedingungen gehabt. Von der Verletzung spüre ich überhaupt nichts mehr. Ich kann voll trainieren. Ich muss zwar nach dem Training allem zum Physiotherapeut und mir wieder umschauen lassen und massieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich gut geholt und ich denke für die nächste Saison sehr gut fit. Und auch aus dem Kopf ist diese wirklich dämliche und wehtuende Verletzung auch wirklich weg. Ja, es war nicht so leicht, das erste Mal wieder zurückzukommen auf der Piste, wo ich mir voriges Jahr verletzt habe. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich fast weg. Ja. Und wenn du dann sowas hörst, wie Giuliano Razzoli, dass er sich den Unterarm gebrochen hat, dein Teamkollege, ist dann irgendwie so eine Situation, ja, oh Mann, schon wieder Verletzung? Ja, man weiß, dass es eigentlich allem passieren kann. Ja. Also man hat ja gesehen, der Defago hat sich auch wieder verletzt. Jetzt ist momentan die Phase, wo alle ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Und dann passiert es halt, dass sich eben die eine oder die andere Verletzung einschleicht. Und das ist wahrscheinlich in allen Nationen so. Aber sicher bei Giuliano ist es ein bisschen anders, weil er einfach in meinem Team ist und weil er auch gut drauf war. Verliert er sicher jetzt viel Zeit. Er verliert jetzt einen Monat Skitraining. Ja. Und ja, schaut. Aber er kommt schon wieder zurück, sicher. Aber als Olympiasieger hat man ja auch entsprechende Nerven und steht das durch, oder? Ich glaube schon, ja. Aber erstmal ist ja für deinen. Das heißt, du planst es auch nicht? Doch, du hast dir schon mal überlegt. Und deine Kollegen in der italienischen Nationalmannschaft auch? Ja, sagen wir, bei uns ist es ganz anders. Also, wir haben da. Noch anders? Ja. Erzähl mal. Also, wenn ich im Weltcup gekommen bin, hat es da allein Spezialisten gegeben. Nur Slalomfahrer, nur Riesentalauffahrer, nur Abfahrer. Mhm. Und ich bin eigentlich der Einzige gewesen, der alle Disziplinen ein bisschen gefahren ist. Ja. Aber da habe ich keine Hilfe bekommen von den anderen Trainern. Und warum nicht? Ja, weil es eigentlich keinen Allrounder vor mir gegeben hat in Italien. Es hat es nicht gegeben, es hat nur Spezialisten gegeben. Also der Tomba ist nur Slalom und Riesentalauf gefahren, der Gedina ist nur Abfahrt gefahren. Also die haben sich gegenseitig gar nicht gekannt. Warum haben die das denn überhaupt nicht versucht? Ja, ich weiß nicht. Die haben eigentlich vielleicht auch nicht die Läufer dazu gehabt, die was das gekannt haben. Also man muss ja die Läufer auch dazu haben. Ja. Und man ist da direkt in eine Sparte geschmissen worden. Du bist Abfahrer, du bist Slalomfahrer. Was haben die irgendwann mal entschieden? Ja, du bist entweder die Richtung gegangen oder die Richtung. Auch die Trainerstäbe, die haben nicht miteinander kommuniziert, also die haben direkt gegenseitig fast gekämpft. Mhm. Und die letzten Jahre ist das aber extrem anders geworden. Man baut viel auf den, auf Allround. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein Trainerteam, das ganz gut funktioniert. Wir haben ein Slalom-Team für die Trainer, ein Riesentorlauf-Team für die Trainer und ein Speed-Team. Und die Läufer können unter die ganzen Teams rotieren, also beliebig, wie sie wollen. Und ich denke, das ist das beste System. So machen wir sicherlich für einen Allrounder, aber auch für einen Spezialisten, weil im Endeffekt kann man, also wenn man zu Allrounder kommt, zu den Slalom vor, kommt aber auch zu den Abfahrer. Das ist ein guter Vergleich und es ist einfach halt ein frischer Wind in der Mannschaft. Und ich denke,
man steigert sich da gut ein und man kann da viel rausholen. Also ich glaube, das ist eine gute Strategie und also das haben wir jetzt seit 3 Jahren so. Mhm. Das funktioniert ziemlich ja. gut. Dann ist ja gleich spannend. Peter, deshalb du jetzt auch noch mal kurz zum Nachwuchs in Italien. Seid ihr da so strukturiert, wie du es vorhin erzählt hast? Ist das auch im Nachwuchs so? Ein bisschen anders ist schon, aber... Dann müssen wir es gleich besprechen. Dann besprechen wir es gleich nach der Werbung. Mit Farina and the Red Blues zurück zu Sport & Talk aus dem Hangar 7. Und ich darf Sie jetzt schon darauf hinweisen, im Anschluss an unsere Runde, die natürlich noch lange nicht vorbei ist, kommt Nesca und dann können Sie mit Nesca in die Nacht rutschen. Aber da sind wir noch nicht. Wir wollen jetzt erst noch mal, wo wir eben angehalten waren, hören von Peter, wie ist das bei den Italienern mit dem Nachwuchs? Ja, ungefähr gleich wie in der Schweiz. Also wir haben da ziemlich große Kader, was so Landeskader sein, wo ja. eigentlich gute Arbeit gemacht wird. Und dann gibt es einfach Schulen, die was gute, also wir eigentlich genau dafür programmiert sein, für Skifahren eigentlich. Mhm. Da gibt es einfach mehrere Schulen und das ist eigentlich ein gutes System. Ja. Und was wir sehr viel machen, ist einfach die Trainer von den Landeskader oder von den Schulen auszubilden. Also die kommen zu unseren Trainings und schauen sich gewisse Sachen ab und bringen es dann in die jungen Athleten. Ist das auch in Österreich? Und Sölden? Und dein Saisonziel? Sölden fahre ich leider nicht mit. Mhm. Also das kommt für mich ein bisschen zu früh. Okay. Also ich werde Riesentorlauf erst später einsteigen, weil ich durch die Verletzung viele Punkte verloren habe und wird da eigentlich Schlusslicht sein in Sölden, ja. also ganz hinten starten. Dann zahlt es sich eigentlich nicht aus, mitzufahren. Ich werde erst in Lecluis noch starten mit den schnellen Disziplinen. Wir hauptsächlich die schnellen Disziplinen von am Anfang und danach vielleicht wieder auf Friesentorlauf und vielleicht auch ein paar Slalom. Und wieder richtig mitnehmen. Reinkommen. Und ja, einfach mit genug Weltcup-Punkten wieder gute Resultate holen. Und ja, Saisonziel ist eigentlich gesund über die Runden zu kommen und das vielleicht. Auch da drücken besser wir zu schneiden, als wir die Österreicher bei der Abfahrt. Und vielleicht in die Schweiz ein paar Zack, der musste noch mal kommen, ja? Der musste noch mal kommen. Ja, Marc.